Wir befinden uns im Nachbericht, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Und Leute, was war das bitte für ein Spiel? Also, wir haben hinten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Jonas Träger und Hernandez in der Innenverteidigung richtig stark gewesen. Dafür auch Jonas Träger, bester Mann hier. Und Dalot auf rechts auch. Lodi hat auch ein gutes Spiel gemacht auf links. Also hinten haben wir richtig gut gestanden. Und Jones, Pellegrini haben mir sehr gut gefallen. Von Goretzka haben wir heute nicht so viel gesehen, aber ne, die sind halt zu dritt da im zentralen Mittelfeld und ist okay, sage ich mal. Pellegrini ist als Kapitän da vorangegangen, hatte sehr viele Ballkontakte, auch eine Vorlage gegeben. Auch Bruno Fernandes hat mir gut gefallen, ein paar gute Aktionen gehabt. Die Bälle verteilt da vorne in die Spitze und die beiden Stürmer, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Beide mit dem Doppelpakt. André Silva auch sehr, sehr gut gespielt. Ersetzt da Martial sehr, sehr gut, muss ich sagen. Seine zwei Treffer hier sehr wichtig und Christian macht weiter, wo er aufgehört hat. 10 Spiele, 8 Tore, also wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr nice. Gehen wir kurz in die Statistiken nochmal rein. So, Schüsse aufs Tor, 7. Real hatte einfach gar keinen Schuss aufs Tor. Also die hatten, glaube ich, mal ein Schüsschen von Benzema, glaube ich, Anfang der zweiten Hälfte, wenn ich mich recht erinnere. Und das war es eigentlich auch, ne? Schüsse vorbei, beide 3. Wir hatten 10 Chancen, Real 3, aber auch jetzt nicht klare Torchancen, ne? Wir haben 10 gehabt, haben 4 davon versenkt. Von daher alles top. Erfolgreiche Pässe 71 zu 63, also mehr Ballbesitz auf jeden Fall. Hier steht, dass Real mehr Ballbesitz hatte, okay. Ich habe das anders gesehen. Wir haben unser Spiel gespielt, was wir spielen wollten. Wir hatten mehr Ballbesitz und ja, das haben wir auch Real hier gezeigt, dass wir aktuell eine sehr, sehr gute Form haben. Spieler des Spiels, Christian Ordonez, auf jeden Fall auch verdient. Gut, wir schauen nochmal ganz kurz auf die anderen Ergebnisse hier. Und zwar Monaco hat 4-0 gegen Hammarby gewonnen. Wie sieht es jetzt aus in der Tabelle? Wir sind punktgleich mit dem AS Monaco. Real Madrid geht runter auf Platz 3 und ja, werden dann wohl Europa League spielen. Hammarby ist raus. Ja, Real schafft es nicht mehr auf Platz 2 auf jeden Fall. Also es geht jetzt einfach nur noch um die ersten beiden Plätze im letzten Spiel gegen den AS Monaco. Da schauen wir mal. Ich glaube, das Hinspiel haben wir auch gewonnen, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh ja, hier 5-0 haben wir gegen Monaco gewonnen. Und jetzt im Rückspiel spielen wir dann auch zu Hause. Ja, wir wollen die Form jetzt erstmal natürlich mit in die Liga nehmen. So, was sagt denn Carlo Ancelotti? Wir waren viel zu passiv und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ich hatte in der Halbzeit auch 6 oder 7 Spieler auswechseln können. Das hätte, glaube ich, auch nichts geändert. Der Ball kam heute gerne zu Jonas Träger. Ja, Jonas Träger muss man heute auch ein bisschen loben. Ist einer der Spieler, der hier rausgeragt hat, genau wie Christian. Und aber die ganze Mannschaft hat super gespielt. Das kann man nicht anders sagen, ne? Da bin ich schon recht stolz drauf. Es war ein super Spiel. André Silva verdient hier zum Fußballer des Monats November gewählt mit 46,4%. Den werden wir gleich nochmal beglückwünschen, wenn es denn geht. Und der nächste Gegner in der Premier League am 14. Spieltag heißt dann Nottingham Forest, Tabellen 20. Wir wollen natürlich die Tabellenführung ausbauen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Form ist da und wir müssen gegen den Tabellen 20. Ja, die haben erst 3 Punkte geholt. Das ist echt nicht gerade viel, ne? Aus 13 Spielen noch kein Sieg. Noch kein Sieg. 3 Unentschieden. Und das soll gegen uns auch so bleiben, ne? Auf jeden Fall. So, wir wollten nochmal Silva beglückwünschen. Können wir nicht, weil wir erst Spielergespräche geführt haben. Okay. Ich würde auch gegen Nottingham Forest eigentlich gerne Ordonez und Silva im Sturm spielen lassen. Rashford, ja, kommt dann in der zweiten Hälfte rein. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Griezmann ist auch wieder fresh. Martial, wie lange ist der noch verletzt? Bis 25. Okay. Ja, noch 3 Wochen wird er uns fehlen. Es gibt aktuell wirklich keinen Grund an der Mannschaft, was zu ändern. Was zu rütteln. Wie auch immer. Wir nehmen jetzt hier nochmal Inacio mit auf die Bank und Weber für Madison. Ansonsten schaut es gut aus. Gucken wir hier nochmal ganz kurz. Hier ist nichts weiter dabei. Alles klar. Was sagt denn hier eigentlich? Was sagen denn eigentlich die Fans? Zum Spitzenspiel werde ich wieder ins Stadion gehen. Ich bin ein Fan von Leeds United. Okay, ich halte nichts davon. Viel Glück für das nächste Spiel. Beliebtester Spieler ist Martial, Rashford, Fernandes, Dalot, Hernandez. Umfrage, 96% sagen, wir gewinnen gegen Nottingham Forest. Das wäre wirklich sehr, sehr gut. Liverpool, gegen wen müssen die eigentlich ran? Liverpool muss gegen Crystal Palace ran. Tabellen 8 da, aber ich glaube, das wird nicht ganz so einfach, obwohl die spielen zu Hause, ne? Ja, Arsenal gegen Brentford. Das ist auch eigentlich leichtes Spiel. City muss gegen Newcastle. Das wird schon ein bisschen schwerer, ne? Und Chelsea
gegen Southampton. Das wird auch nicht einfach. Also ein Sieg wäre natürlich wichtig und gut, da wir dann 37 Punkte auf dem Konto hätten. Schauen wir mal. Aber da sollte auf jeden Fall ein Sieg her. So, die zweite Mannschaft sieht auch sehr gut aus. Alle fresh. Das gefällt mir sehr gut. Wir sind aktuell hier nur Platz 10. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber ich hoffe, dass sich das noch ändert. Gehen hier ein bisschen mit dem Passspiel mal hoch. Ich weiß gar nicht. Die taktischen Einstellungen, warum sind die hier anders als in der ersten Mannschaft? Weil die taktischen Einstellungen würde ich gerne hier in der zweiten auch übernehmen wollen. So, jetzt haben wir es drin. Vielleicht klappt das einfach mit langem Passspiel auch in der Reservemannschaft besser. Weil damit hatten wir ja auch so unsere Probleme in der letzten Saison, ne? Deswegen haben wir ja die taktischen Einstellungen auch ein bisschen geändert. Ansonsten gehen wir unverändert in das nächste Spiel rein. Gegen Nottingham Forest. Am 14. Spieltag auswärts. Und geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Ne? Mehr wollen wir nicht sehen. Nur, dass wir einen Sieg einfahren hier. Aber nach 20 Minuten sieht das noch nicht so doll aus. 0:0 nach einer halben Stunde. Da passiert noch nicht so viel. Nottingham steht anscheinend defensiv doch sehr gut. Mal ein bisschen motivieren hier die Jungs. Zweite Hälfte wollen wir auf jeden Fall besser machen. So, in der zweiten Hälfte drehen wir auf. Hoffe ich zumindest. Erstmal unverändert in den zweiten 45 Minuten. Stunde gespielt, immer noch 0:0. Wir sind jetzt ein bisschen besser im Spiel. Aber wir bringen Rashford nochmal für Silva. Weber würde ich jetzt für Goretzka mal bringen. Wir sind dran. Und da ist das 1:0 durch Rashford. In der 69. Minute. So, es steht 1:0. Puh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier noch das Gegentor bekommen. Ne? Ich würde jetzt Jones nochmal rausnehmen. Und würde das Ganze so machen. Und Henschel natürlich wieder ins defensive Mittelfeld. Hernandez vielleicht auch ein bisschen zurückziehen. So, dass wir hinten einfach ein bisschen abgesicherter stehen. Wir nehmen das Zeitspiel wieder mit rein und machen nicht mehr ganz so viel für das Spiel. Ne? So, in die Laufwege wollte ich nochmal kurz reingucken. Ja, Hernandez mehr hinten bleiben. Auch die beiden hier nicht mehr zu viel offensiv riskieren. Und jetzt wollen wir das Spiel hier runterspielen. Ja, auch wenn es nur ein 1:0 ist. Trotzdem bleiben wir ungeschlagen. Im 12. Pflichtspiel, Freunde. 12 Pflichtspiele ungeschlagen. 1:0 und 3 Punkte. Das ist wichtig. 3 Punkte ist wichtig. Arsenal verliert mit 3:2. Und Liverpool verliert auch. Ich fasse es ja nicht. 2:1 gegen Crystal Palace. Und City verliert auch 3:2 gegen Newcastle. Und Chelsea verliert auch 2:1 gegen Southampton. Wow. Wir sind die einzige Mannschaft hier oben, die gewonnen hat. Brighton 3:1 gegen Watford. Auch stark, ne? Jetzt sind wir mit 37 Punkten vorne, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir bleiben ungeschlagen seit 12 Spielen. Ja, 3 Zähler dazu bekommen, jetzt 37 Punkte auf dem Konto. 5 vor Liverpool, kurz in die Statistiken rein. Und da kann man sehen, 7:1 Schüsse. Also viel ist hier nicht passiert im Spiel, hat man gesehen. In der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen besser. Wir hatten mehr Chancen auf jeden Fall. Haben dann das eine Tor erzielt durch Rashford nach der Einwechslung. 9:2 Chancen, also da wäre auf jeden Fall mehr gegangen, gerade in der zweiten Hälfte. Ne? Mehr Ballbesitz, wir hatten mehr vom Spiel. Spieler des Spiels war Williams von Nottingham an dieser Stelle. Ergebnisse haben wir schon drauf geschaut, die stimmen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses wichtige Auswärtsspiel gewonnen haben. Wir haben defensiv sehr kompakt gestanden. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ein Fan aus Nottingham, wir stehen immer hinter dem Verein, ganz egal was passiert. Wo steht Nottingham eigentlich? Ja, immer noch letzter jetzt, ne? Stimmt, die waren ja Tabellenletzter. Weiterhin kein Sieg nach 14 Spielen. Rashford jetzt mit 11 Toren auf Platz 1 in der Torjägerliste. Martial folgt ihm da immer noch mit 9. Ja, Lukaku auch mit 9. Hoffentlich Martial demnächst wieder fit. Und das nächste Spiel in der Liga wird ein ganz, ganz interessantes Spiel. Wir müssen nämlich gegen Chelsea London ran. Tabellen-7. aktuell, hat man ja gesagt. Die haben im letzten Spiel auch leider verloren. Die Saison läuft bisher nicht so gut für Chelsea. Arsenal muss gegen Liverpool. Auch interessant. Und City muss gegen Brighton, die im letzten Spiel gewonnen haben. Mal schauen, wie es da weitergeht auf jeden Fall. Wir machen das Spiel im Textmodus. Und gucken wir mal, was wir hier jetzt noch ändern werden. Wir bringen mal Rashford wieder von Anfang an. Silva geht mal raus. Ordonesch bleibt in der Startelf vorerst. So, machen wir hinten nochmal irgendwas. Aber eigentlich stehen die beiden ganz gut da, ne? Jonas Träger und Hernandez lassen wenig zu da in der Innenverteidigung. Da will ich eigentlich nichts ändern. Wir bringen Maddison nochmal auf die Bank für Weber, der mir ja sehr gut gefallen hat. Auch eine gute Form hat aktuell. Goretzka, da könnten wir jetzt mal Maddison reinbringen. Weber bleibt dann doch auf der Bank. So gehen wir rein.
Griezmann bleibt aber gegen Chelsea nochmal draußen auf der Tribüne. So, ach so, da habe ich gesehen, Timo Ritter hat sich hier verletzt. Da wird Harnisch mal reingehen. Wie lange fällt er aus? Bis zum 7. Das sind nur ein paar Tage. Gut, mal gut, dass wir hier drei Torhüter drin haben. Ja, wie läuft es denn hier eigentlich? Ist es jetzt besser mit der taktischen Einstellung? 1-1 gespielt gegen Nottingham. Davor gegen Tottenham 1-0 gewonnen. 18 Punkte. Ja, mal gucken. Die Saison ist ja noch lang. Wir werden auch mal die ein oder anderen Spielergespräche führen. Natürlich mit Christian jetzt mal, den wir hier auf jeden Fall loben. Und auch Madison hat gut trainiert. Jonas Träger, muss man natürlich auch sagen, dass er sensationell trainiert. Und dann gehen wir rein in dieses nächste wichtige Spiel in der Premier League. Es wird nicht einfacher natürlich, ne? Wir müssen immer von Spieltag zu Spieltag die beste Leistung abrufen. Das Ding machen wir im Textmodus. Kämpft um jeden Ball. Ja. Direkt eine gelbe Karte in der ersten Minute für Jonas Träger. Chelsea ist defensiv ausgerichtet mit dem System, mit dem sie spielen. Gutes Passspiel von uns. Über vier Stationen läuft die Kugel direkt durchs Mittelfeld. Fernandes wird dann vor Jorginho bedrängt, dass er den Ball verliert. Jetzt die Kopfballverlängerung von Curtis Jones auf Fernandes. Doch dieser wird aufmerksam von Koulibaly ins Abseits gestellt. 7. Minute. 8. Minute. Gelbe Karte für Lodi nach einem taktischen Foul. Ist ja schon ein bisschen was los hier in den ersten 10 Minuten. London ist nervös und spielt zu hektisch. So kommen sie über Ansätze nicht hinaus und finden kaum den Weg zum gegnerischen Strafraum. Jetzt Madison mal. Darf von rechts flanken und findet Rashford. Der wendige Stürmer dreht sich geschickt um Koulibaly und zieht ab. Unhaltbar für Mendy. Doch der Torwart zeigt einen sensationellen Reflex und kann den Ball doch noch zur Ecke klären. Glanzparade in der 21. Minute und die erste Riesenmöglichkeit für die Führung. Eckball jetzt von links durch Bruno Fernandes natürlich. Hernandez köpft eine gut getimte Ecke von ihm knapp gegen den Pfosten, aber außerhalb des Tores. Schade. Gute Möglichkeit nach diesem Eckball und die gelbe Karte für Kovacic in der 29. Minute. Madison hätte da oder wäre da durch gewesen. Rückpass in Manchester, 34. Minute. Fofana mit einem gefährlichen Rückpass auf Torwart Mendy. Der sprintet zum Ball, tritt aber vorbei und muss dann chancenlos zusehen, wie der Ball ins leere Tor rollt. Ganz, ganz bitter hier. Ein Eigentor durch Wesley Fofana. Oh, das ist bitter. Mendy tritt einfach neben den Ball und da ist das Eigentor perfekt. Wesley Fofana in der 34. Minute mit diesem, ja, Mendy mit diesem Fehler eigentlich, ne? 37. Minute, Kovacic spielt den Ball zu Lukaku. Doch der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Abseits und der bullige Stürmer hat somit keine Chance, das Tor zu erzielen. Schöner Pass von Mount, aber unsere Verteidigung steht ganz gut und gefährliche Freistoßchance jetzt in Manchester. Für uns, Fofana konnte da Christian nur mit einem Foul stoppen. Die Torentfernung beträgt gut 18 Meter und ich denke, es wird Fernandes machen, ne? 42. Minute, kurz vor der Halbzeitpause. Bruno Fernandes wird schießen, logisch unser bester Schütze. Kurzer Anlauf, Mendy ist unten und hat den Ball sicher, also kein Tor zum 2-0. Es bleibt weiterhin bei diesem 1-0 durch das Eigentor. So, Halbzeitpause, Leute. Also, es ist ja wirklich ein Spiel auf Augenhöhe eigentlich. Wenn man es so sieht, die Riesenchancen waren jetzt noch nicht da. Wir hatten zwei Chancen in den ersten 45 Minuten, wo wir zwei Treffer erzielen hätten können. Wir führen glücklich mit diesem 1-0 durch das Eigentor, ne? Und Jonas Träger hat die gelbe Karte bekommen. Da würde ich jetzt Iheanacho bringen, weil ich keine rote riskieren möchte. Lodi können wir leider nicht rausnehmen, obwohl Carvajal könnte auch links. Aber ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Obwohl, Dalot könnte auch links spielen. Der hat eine 76, der hat eine 79. Dann würde ich das allerdings so machen, dass wir Dalot auf links stellen, Carvajal dann auf rechts. Ja, gegen Chelsea will ich eine rote Karte auf jeden Fall vermeiden. So zentral ist das auch noch nicht so, was ich mir da vorstelle, ne? Wir bringen jetzt mal Silva für Christian in der zweiten Halbzeit. Und dann gehen wir hier volle Power rein. Drehen wir richtig auf in der zweiten Hälfte und gewinnen das Ding hier. Und dann ist gut. Wir haben seit 300 Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Das ist ordentlich, ne? Genau, Iheanacho für Träger, Carvajal für Lodi und Silva für Christian. Chelsea kann eine Flanke von Jones nicht klären und Pellegrini stochert den Ball irgendwie zu Rashford, der aus kurzer Distanz einschiebt, aber schon wieder Abseitsposition. Schade. Bruno Fernandes bedient Rashford nochmal an der Strafraumgrenze, doch der steht wieder im Abseits. Meine Güte, die Abseitspositionen häufen sich jetzt hier, ne? Stunde gespielt, immer noch 1-0. Wir tauschen jetzt hier mal die Position. Rashford geht mal auf rechts, Silva auf links. Tja, Molzinho wäre noch eine Waffe, ne? Der wäre noch eine Waffe. Könnten wir eigentlich mal für Madison bringen. Der kann ja auch zentral, ne?
Machen wir einfach mal. Chelsea wechselt auch. Gallagher für Kovacic und Moutinho für Maddison. Jetzt Chelsea nochmal mit dem Konter. Diesmal hat Hernandez aber aufgepasst. Spitzelt den Ball weg vor Lukaku. Somit Angriff bereinigt. Nächster Wechsel und die gelbe Karte für Kilwell in der 67. Minute nach einem Foul gegen André Silva. Ganz schwaches Abspiel von Fernandes. Eine schöne Angriffsmöglichkeit ist leider verpufft. Ja, wir können heute unser Spiel nicht so richtig zu Ende spielen, habe ich das Gefühl. Kanté für Jorginho in der 72. Minute und noch knappe 15 Minuten zu spielen. Jetzt nochmal, Koulibaly hebt da die Hand und spekuliert auf Abseits. Schiedsrichter teilt diese Meinung jedoch nicht. Rashford ist damit plötzlich frei, legt wunderbar auf Fernandes und dieser zieht ab. Mendy ist unten, kann aber den Ball nicht mehr halten und Bruno Fernandes macht in der 76. Minute das 2:0. Mann, das war wichtig. Jetzt brauchen wir nicht mehr so eine Angst haben. Natürlich dürfen wir Chelsea nicht abschreiben. In 10 Minuten kann auch viel passieren. Ecke von rechts in der 78. wird von Lukaku schön verlängert. Broja dreht sich. Zwei Verteidiger können ihn nicht am Schuss hindern und schießt flach aus dem Gewühl am Tor vorbei. Der wäre aber unhaltbar für Manja gewesen. Aber kein Tor. Gallagher legt den Ball aus der Mitte gut ab für den auf der linken Seite durchbrochenen Lukaku. Der zieht freistehend ab und versenkt den Ball diesmal. Unhaltbar im rechten unteren Eck. Manja diesmal keine Chance. Ich hab's gerade gesagt. 10 Minuten noch und wir haben seit 336 Minuten mal wieder ein Gegentor kassiert. Pellegrini jetzt mal. Wird im Mittelfeld alle Zeit der Welt gelassen, um auf Fernandes zu passen. Der Nationalspieler hebelt die Abseitsfalle aus und hat freie Bahn. Mendy berührt den Ball noch, kann aber nicht mehr abwehren. Und somit macht Fernandes seinen zweiten Treffer hier zum 3:1. Bringt uns hier also wieder in eine gute Ausgangslage sozusagen, ja. Ein paar Minuten noch bis zum Schlusspfiff. Curtis Jones mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit und genau auf die Brust von Rashford, der sich den Ball zunächst vorlegt und dann mit einem trockenen Schuss in den Winkel abschließt und auch seinen Treffer hier erzielt zum 4:1. Das ist doch mal wirklich nice. Jetzt zum Ende hin bestimmen wir das Spiel hier, wie man das hier sehen kann. Weiter Einwurf von Hernandez von der linken Seite in den Strafraum. Pellegrini verlängert und Rashford ist wieder da und macht noch das 5:1. Sein 13. Saisontor im 15. Spiel. Chelsea hat absolut keine Ideen mehr. Chelsea hat alle möglichen Wechsel durchgeführt, aber wir machen weiter Druck und am Ende wurden hier 120 Sekunden nachgespielt und wir gewinnen dieses Spiel mit 5:1, Leute. Nach 87 Minuten, also zweite Halbzeit war wirklich genial, ja. Rashford zwei Dinger, Fernandes Doppelpack. Also da haben wir groß aufgespielt hier wieder, ne? Obwohl das in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so aussah nach diesem Eigentor. Ja, Chelsea ist dann nochmal zurückgekommen. Ja, aber am Ende haben wir auf unserem Spiel den Deckel drauf gesetzt und gewinnen hier souverän nach 92 Minuten hier. 5:1 gegen den großen Rivalen, ja, aus Chelsea. Hernandez bester Mann. Rashford vorne, also alle gut gespielt. Wieder Pellegrini, Fernandez, Rashford, Christian auch gut gespielt. Heute nicht so einen Stich bekommen, aber geht auch nicht in jedem Spiel. Dafür Rashford zweimal getroffen, Fernandez zwei Tore gemacht und hinten haben wir auch ganz gut gestanden. Hernandez wieder super gespielt. Aktuell richtig gut drauf, unser bester Innenverteidiger. Außenbahnen waren super. Statistiken. Gehen wir kurz rein und hier kann man sehen, dass nicht ganz so viele Chancen da waren, ehrlich gesagt. Ne? 7:2 Schüsse, 6:1 Schüsse aufs Tor. Chancen 7, okay. Dafür haben wir jetzt 5 gemacht. Ne? Aus 7 Chancen haben wir 5 Tore erzielt. Das ist sehr, sehr gut. Ne? Erfolgreiche Pässe auf unserer Seite, Ballbesitz auf unserer Seite. Hernandez, Spieler des Spiels. Was will man da mehr? Schauen wir auf die Tabelle. 40 Punkte jetzt. Und man kann sehen, Liverpool hat schon wieder verloren. 2:1 gegen Arsenal. Die haben jetzt ein bisschen den Anschluss verloren. Wir sind jetzt 8 Punkte weg. Immer noch eine Niederlage aus 15 Spielen mit 40 Punkten auf Platz 1. So, Arsenal gewonnen. City, was haben die gemacht? 2:0 gegen Brighton gewonnen, okay. Crystal Palace spielt ja da oben auch mit, ne? 2:1 gegen Brentford gewonnen. Wichtig war diese 3 Punkte wieder. Gegen Chelsea hätte ich jetzt eigentlich gedacht, okay, spielen wir vielleicht unentschieden, ja. Chelsea übrigens runter auf Platz 8, ne? Mit 25 Punkten. Eieieiei, 6 Niederlagen aus 15 Spielen. Läuft ja aktuell nicht so gut, ne? Für die Londoner hier. Wir sind auch die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt hat und die wenigsten Gegentore bekommen. Wow. Stehen wir sehr, sehr gut da. Unser Sieg war verdient. Wir hatten mehr Chancen und sind unseren Fans gerecht geworden. Mit den 3 Punkten sind wir natürlich zufrieden. Thomas Tuchel, was soll ich unsere Abwehrleistung kommentieren? Die hat doch jeder im Stadion gesehen. Ohne Worte, ne?
Bester Spieler natürlich Marcus Rashford. 13 Tore aus 15 Spielen. Platz 1 vor Lukaku immer noch. Und nach diesem klasse Spiel gegen Chelsea müssen wir im nächsten Spiel gegen Leeds United ran. Aktuell Tabellenplatz 16, Roses Derby. Ja, Freunde, hier kann man sehen, die Moral ist auch wirklich top von den Spielern, ne? Also wir sind momentan in einer bestechenden Form. Ich glaube, wir waren noch nie so gut in Form wie aktuell. Der Kader ist sehr, sehr, sehr gut zusammengewachsen, muss ich sagen, in den letzten 3 Jahren. Oder 2,5 Jahre. Das muss man ganz klar so sagen, ne? Und ja, ich erwarte mir hier wirklich noch viel. Wir nehmen das Spiel gegen Leeds jetzt noch mit. Und dann geht es ja in der Champions League weiter gegen Monaco. Das werden wir dann wiederum in der neuen Folge machen. Und dann haben wir ja fast die Hinrunde auch schon durch. Ja, wir werden jetzt gegen Leeds mal schauen, dass wir auf der einen oder anderen Position mal durchwechseln. Wir bringen Carvajal mal, obwohl das könnten wir eigentlich auch in der Champions League machen. Da geht es noch um Platz 1. Ja, machen wir es doch jetzt. Carvajal für Dalot. Und in der Innenverteidigung bringen wir jetzt mal Iheanacho für Hernandez. Obwohl mir das ein bisschen wehtut, ihn rauszunehmen. Aber er kriegt jetzt einfach mal eine Pause. Wir nehmen ihn mit auf die Bank. Pellegrini bleibt vorerst da. Da bringen wir mal jetzt Molsinho von Anfang an für Fernandes. Und vorne im Sturm, Griezmann könnte man auch mal mitnehmen. Könnte eigentlich auch mal von Anfang an spielen. Rashford, 79er Frische. Könnten wir jetzt auch mal rausnehmen. Wir packen da Griezmann mal rein. So, der geht auf die Bank. Goretzka bringen wir wieder für Maddison. Newcastle hat den bisherigen Co-Trainer zum neuen Cheftrainer berufen. Er ist seit einigen Jahren bei uns im Verein. Wir haben volles Vertrauen in seine Fähigkeiten. Okay, bin ich ja mal gespannt. Mannschaft der Woche, Hernandez, Pellegrini und Rashford. Du hast gut trainiert. Ich hoffe, dass wir unsere gute Serie jetzt gegen Leeds auch nochmal ausbauen können. Auch wenn wir jetzt hier auf der einen oder anderen Position gewechselt haben, denke ich, ist ja immer noch eine super Mannschaft, sage ich mal. Ne? Wir gehen rein in dieses nächste Premier League Spiel gegen Leeds United. Gebt euer Bestes. Oh, Leeds United geht in Führung durch Joe Gelhardt. Warum? Curtis Jones mit der gelben Karte in der 26. Minute. Oh, das ist aber zu wenig hier, ne? Mensch, Leute. Fernandes wieder rein. Müssen wir doch wieder alles umschmeißen hier. Griezmann raus. Ja, habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet hier, ne? Pellegrini eine 5. Oh, hinten ist ja auch Vollkatastrophe, ne? Iheanacho eine 5. Jones, da bringen wir jetzt Weber. Weil so früh eine gelb-rote ist schwierig. Goretzka geht mal auf links. Ja, da muss mehr kommen jetzt, ne? Wir müssen jetzt zusehen, dass wir in unser Spiel finden. Und hier vernünftig die zweite Halbzeit angehen. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Los, jetzt zeigt es ihnen, ne? Wir wollen die 3 Punkte hier, Leute. Kommt schon. 1-1 Rashford, 50. Ja, wir drücken. Stunde gespielt. 2-1 Hernandez. Yes! Puh. Okay, jetzt würde ich sagen, Pellegrini, Goretzka. Goretzka raus. Und mehr in die Defensive. Also Hernandez zurückziehen und dieses 2-1 über die Bühne bekommen. Pressing, runterschrauben, Passspiel. Die 3 Punkte wollen wir auf jeden Fall mitnehmen hier, ne? 20 Minuten noch. Wir stehen jetzt ein bisschen defensiver, wie gesagt. Frank Henschel verletzt. Wir haben keinen Wechsel mehr. Sprich, wir packen jetzt doch Pellegrini wieder dorthin. Aber der geht auch ruhig da ins defensive Mittelfeld. Rashford ziehen wir jetzt ein bisschen zurück auf die offensive Position. Wir spielen ja nur mit einer Spitze. Die letzten paar Minuten hier. 3-1. Christian macht noch sein Tor. Sehr schön. Boah, haben wir dieses Spiel noch gedreht in der zweiten Halbzeit, ne? Also das war in der ersten Halbzeit eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Wenn man auch die Notenverteilung hier sieht. Echt schlecht. Außer Christian, der eine Note 2 bekommen hat. Und dann die Einwechslungen haben ganz gut gespielt. Rashford mit seinem Tor. Bruno Fernandes 3 Vorlagen gegeben. Hernandez mit seinem Tor. Ja, da haben die Stützen im Team doch gefehlt, ne? Dass das so viel ausmacht, ist schon echt Wahnsinn. Aber wir nehmen die 3 Punkte mit und marschieren hier weiter, ne? Liverpool 6-0 gegen West Ham gewonnen. Okay, das ist mal jetzt ein Zeichen. Nach den letzten 2 Partien, die sie nicht gut gespielt haben, jetzt mal wieder der Dreier, aber wir sind 8 Punkte weg, ne? Das ist sehr gut. Manchester City auch 6-1 gewonnen gegen die Rangers, ne? Arsenal 1-1 gespielt, auch 2 Punkte liegen gelassen. Und Chelsea rutscht immer weiter ab hier. 2-1 gegen Aston Villa verloren. Meine Güte, 25 Punkte. Wow, wir sind schon echt weit weg hier von Chelsea, ne? Aber es wird, glaubt mir, es wird noch interessant in der Rückrunde hier oben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube nicht, dass Arsenal, City und Liverpool sich da einfach so geschlagen geben. Wir müssen weiter unsere Punkte einfahren. Wir haben ja auch hier in der zweiten Hälfte wieder ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Hälfte halt nicht so, ne? Überwiegend
mehr Ballbesitz gehabt, mehr vom Spiel gehabt, mehr Pässe gespielt, mehr Chancen gehabt. Die letzten Spiele haben wir halt immer wirklich eigentlich auch dominiert. Am Ende gehen wir halt schon verdient als Sieger vom Platz. Ne? Bruno Fernandes, Spieler des Spiels. Und wir können zufrieden sein halt. Ne? Wir hatten riesigen Respekt vor Leeds United, doch wir sind in keiner Sekunde von unserem Plan abgewichen und haben uns so eben durchgesetzt. Trainer Köppel, wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man braucht. Intern rechnen wir aber natürlich durchaus. Wo stehen die denn jetzt? Platz 17. Ein Platz runter von 16 auf 17 mit 12 Punkten. Das ist auch nicht wirklich viel, ne? Rashford jetzt 14 Tore auf dem Konto. 14 Tore in 16 Spielen. Unglaubliche Quote. Also seine beste Saison bisher bei uns hier in 29 Spielen, 22 Treffer. Durchschnittsnote 2,7. Wirklich Hammer. So, nach dieser grandiosen Leistung gegen Leeds United müssen wir im nächsten Spiel wieder in der Champions League ran gegen den AS Monaco. Wir stehen in der Liga sehr, sehr gut da mit 10 Gegentoren, 42 Tore geschossen. Weiterhin nur eine Niederlage, ein Unentschieden aus 16 Spielen. 43 Punkte bisher souverän auf Platz 1. Wir haben Liverpool so ein bisschen abgehängt, die aber jetzt auch im letzten Spiel, genau wie City, gut gespielt haben und auch wieder 3 Punkte eingefahren haben. Also wir müssen weiterhin auch nach unten schauen. Ne? Wir haben noch sehr viele Spiele vor uns. Wenn wir nur annähernd diese Moral und diese Form halten können, sehe ich uns ganz, ganz weit vorne. Auch was Champions League und Pokal angeht. Aber ja, wie gesagt, wir haben noch sehr viele Spiele. Hänschel ist verletzt, wird bis zum 14. ausfallen. Okay, gegen Monaco fällt er aus, gegen Brentford wäre er dann wieder am Start. Martial ist noch bis 25. verletzt. Wird dann gegen Manchester City wieder fit sein, hoffe ich. Gucken wir mal. Letztes Spiel in der Champions League. Ich denke mal, dass wir da vielleicht auch auf der einen oder anderen Position rotieren werden. Es geht eigentlich nur noch um Platz 1 oder 2. Natürlich würde ich gerne auf Platz 1 die Gruppenphase beenden. Aber wir haben das Hinspiel auch souverän mit 5-0 gewonnen gegen Monaco. Ne? Also eigentlich sollten wir da nichts anbrennen lassen. Ne? Leute, erstmal vielen Dank, dass ihr auch hier wieder mit am Start wart. Und es ist eine sehr, sehr geile Phase aktuell hier mit Manchester United in unserem Community-Projekt, wo wir ja auch, glaube ich, den ein oder anderen Jugendspieler auch noch umbenennen müssen. Da sind ja wieder 2, 3 neue reingekommen in die A- und B-Jugend. Werden wir dann in der nächsten Folge machen. Die Hinrunde ist fast beendet. Wie gesagt, ich denke mal, in der nächsten oder in der übernächsten Folge werden wir dann die Hinrunde komplett beenden. Dann werden wir ein kleines Fazit geben natürlich zur Hinrunde. Und ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie wir diese Saison hier durchspielen werden. Hinrunde, wie gesagt, erste halbe Jahr war ganz, ganz stark, was wir hier gezeigt haben. Vor allem auch die jungen Spieler, die in einer sehr, sehr guten Verfassung sind. So kann es weitergehen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne was da. Ja, einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, alles andere in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.